Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt ist er bei uns, der Klubobmann der ÖVP, August Wöginger, Gust Wöginger, wie er immer vom Kanzler genannt wird, ja, des Kanzlers schärfste Waffe im Parlament. Schönen Abend, Herr Wöginger. Herr Wöginger, verraten Sie uns schon den Neuwahltermin? Es gibt keinen. Nein, in der Koalition fliegen ja die Fetzen, entschuldigen Sie mich, da kann es zu einer Neuwahl nicht mehr sehr weit sein, nach meinen bisherigen politischen Erfahrungen. Also wenn das jetzt die Fetzen fliegen sind, dann weiß ich nicht, was wir mit der rot-schwarzen Koalition früher gehabt haben. Dann hätte das ja minütlich stattgefunden. Also es kann ja mal sein, dass man unterschiedlicher Meinungsauffassung ist. Gehen tut es darum, dass wir die Zahlen nach unten drücken wollen bei der Corona-Infektion und dass wir gesehen haben, dass im Sommer durch die Reiserückkehrer, dass wir viele Infektionsketten gehabt haben, nicht nur von der Pflegerin aus Kroatien, sondern einfach von Österreichern und Österreichern, die dort Urlaub gemacht haben. Und darum geht es uns, dass wir das jetzt verhindern. Darum geht es, aber es geht auch um die Art, wie man miteinander umgeht. Und dass ein Vizekanzler seinem Bundeskanzler derartig über die Groschen gefahren ist, wie das der Herr Kogler heute mit dem Herrn Kurz gemacht hat, das hat es ja in der Republik eigentlich noch nicht gegeben. Dass ein Vizekanzler seinem Bundeskanzler vorwirft, dass er zu wenig sensibel ist, dass er einseitig ist, dass er ganze Menschengruppen beleidigt und herabwürdigt. Also entschuldigen Sie mal vielmals, ich weiß ja, dass Ihr Bundeskanzler auf 100 ist. Der will, glaube ich, nicht mehr mit dem weiterregieren. Also ich glaube, man sollte das wirklich nicht überinterpretieren. Ich glaube, das kann man nicht unterinterpretieren. Die Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut. Also das glauben aber nur Sie. Ja, weil ich es bestätigen kann. Ja. Ich glaube, wir haben in dem Jahr im Parlament so viele Beschlüsse fassen müssen, auch aufgrund der Corona-Situation. Und das mit einem Koalitionspartner, wo wir doch ideologisch relativ weit auseinander haben, uns aber hier immer wieder zusammengefunden haben, die wichtigen Maßnahmen auch zu setzen. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Also bin ich auch der Meinung, dass man da nicht zu viel hineininterpretieren soll. Was sagst du denn dazu, wenn der Vizekanzler seinen Kanzler derartig zusammenpoliert? Der Kogler hat ja auch gesagt, dass er ja hinter dieser Maßnahme steht. Das hat ja, darum er im zweiten geht's ja Satz auch dazu gesagt. Es geht darum, dass er gesagt hat, dass der Bundeskanzler nicht sensibel ist, einseitig ist und ganze Bevölkerungsgruppen beleidigt. Das kann ich mir da nicht gefallen lassen als Bundeskanzler. Es wurde hier niemand beleidigt. Es geht uns einfach darum, dass wir in den Weihnachtsferien nicht wieder solche Situationen bekommen, wie wir sie im Sommer gehabt haben. Das ist es und nicht mehr. Das ist schon, glaube ich, mich wundert, dass Sie nicht zur Verteidigung des Kanzlers ausrücken. Er hat genau diesen Punkt angesprochen, der uns schwerst beschäftigt hat im Sommer. Fast ein Drittel dieser zusätzlichen Infektionen ist von den Reiserückkehrern, vor allem aus den Westbalkan und aus Kroatien gekommen. Und deshalb wird das jetzt ab 19. Dezember strikter gehandhabt. Und das ist gut und richtig so, damit wir gut durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Gibt es jetzt einen Infektionsimport aus den Westbalkanländern? Im Sommer haben wir ihn ebenfalls gehabt. Also die haben das Virus hereingeschleppt? Das waren einfach jene Leute, die dort auf Urlaub waren. Das war möglich, war erlaubt, alles gut. Ja. Aber es haben sich halt viele Leute angesteckt und die sind dann zurückgekommen und haben dieses Virus natürlich dann auch verbreitet, weil sie es gar nicht gewusst haben, dass sie angesteckt sind. Das ist die ganze Situation und das versuchen wir halt jetzt mit neuen Regelungen zu verhindern. Und was sagen Sie jetzt dazu, wenn der Vizekanzler sagt, das, was Sie und der Kanzler sagen, ist nicht sensibel? Ich sage, dass das passt und ich sage, dass wir damit diese Infektionsketten unterbrechen und darum geht es, weil wir sind Politiker, die gewählt worden sind dafür, dass wir dieses Land auch gut durch eine Krisensituation bringen und darum bemühen wir uns jeden Tag. Aber in Wahrheit fliegen in der Koalition jetzt seit ein paar Tagen die Fetzen. Ja, woher denn? Ja, selbstverständlich. Nein, das stimmt ja nicht. Na, das hat ja mit dem Streit um die Handelsöffnung begonnen, da hat es Schreiduelle gegeben und alles Mögliche. Und jetzt kommt halt das Revanchefall. Und so ein Revanchefall, entschuldigen, kann man sich durch eine stärkere Koalitionspartei nicht gefallen lassen. Mich wundert es, dass Sie da so den Schwanz einziehen. Also, wir sind wirklich gut abgestimmt, wir arbeiten gut zusammen und das passt auch. Und man kann immer irgendwas dazu interpretieren oder dazu erwähnen, aber es ist nicht notwendig, weil wir arbeiten seit Beginn, seit dass die Koalition steht, arbeiten wir wirklich gut zusammen. Das haben eh viele Leute gar nicht wahrhaben wollen, dass das geht zwischen Türkis und Grün. Es geht, es funktioniert und es wird auch weiter funktionieren. Jetzt kracht es aber. Ja, mein Gott, nein, das ist wieder heim, da kracht es auch und dann ist es wieder gut. Und Ihnen ist es wurscht, wenn es kracht?
Das gehört dazu. Das gehört dazu. Es ist ja daheim, das macht das Leben eines Clubobmanns lustig. Ja, das haben wir ja überall in allen Phasen des Lebens, dass einmal, wo eine Unstimmigkeit ist, dass einmal ein Missverständnis gibt, das redet man aus und die Geschichte ist wieder erledigt. Und wenn ich sage, die zwei können nicht mehr miteinander? Dann stimmt das nicht. Wieso? Weil es nicht so ist. Das ich kann das wirklich sagen. Von woher? Weil ich viel mit beiden zu tun habe, ja, weil ich das in der täglichen Arbeit sehe und weil wir wirklich da gut abgestimmt sind, insbesondere der Kanzler und der Vizekanzler. Es könnte aber sein, dass wir da heuer noch Neuwahlen bekommen, oder? Wenn das so weitergeht. Herr Fellner, bitte, es ist nicht notwendig, dass wir da jetzt Neuwahlszenarien an den Tag legen. Wir haben Herausforderungen genug zu bewältigen. Die Koalition bemüht sich wirklich jeden Tag, dass wir da einigermaßen gut durch diese Situation kommen. Das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten tun. Und daher, glaube ich, sollten wir es so lassen, wie es ist. Sie haben einen Koalitionspartner, der immer schwächer wird. Das haben wir jetzt ja gerade in der Umfrage gesehen. Der fällt jetzt an die letzte Stelle zurück. Nur der Strache ist noch schwächer als die Grünen. Muss man dazu sagen, das heißt, die werden abgeräumt wie ein Christbaum vom Kanzler. Dadurch werden sie offenbar immer nervöser, machen immer mehr Fehler. Die Fehler des Gesundheitsministeriums erinnern ja mittlerweile an MA 2412, muss man sagen. Also für das müssten sie sich ja eigentlich in Grund und Boden genieren, als Clubobmann dieser Koalition, was da an Fehlern gemacht wird. So kann man da nicht weiter regieren, oder? Also ich glaube, beide Parteien liegen nach wie vor sehr gut. Umfragen sind Momentaufnahmen, gibt es ja die Sprichwörter, man sollte dran schnuppern, ist wie ein Parfum, man sollte dran schnuppern, aber dringen sollte man es nicht. Daher, glaube ich, arbeiten wir ganz gut zusammen. Die Situation ist nach wie vor eine gute. Das Regierungsprogramm ist die Grundlage. Wir kommen nur fast nicht dazu, dass wir es auch abarbeiten durch die ganze Corona-Situation. Dort ist das Beste aus beiden Welten abgebildet. Und das werden wir ist das Beste aus beiden Welten abgebildet? Im Regierungsprogramm. Na gut, nur von dem kriegen wir ja nichts mit mehr. Naja, die Pflege sind wir gerade dabei, wo wir wirklich jetzt auch in die Gänge kommen. Es sind jetzt auch erste Ansätze im ökosozialen Bereich, wo ja die Handschrift der Grünen ganz klar auch sozusagen gegeben ist. Wir haben während der Maßnahmen rund um die Corona-Krise viele Punkte bereits abgearbeitet, wenn ich nur an die Entlastung denke, wo wir den Eingangssteuersatz zum Beispiel auch abgesenkt haben. Also wir sind ja auch mittendrin, das zu tun, aber Priorität hat natürlich die Bekämpfung der Pandemie und die Bekämpfung der Wirtschaftskrise. Ja, nur die Dinge funktionieren ja leider nicht so gut, wie Sie das vielleicht darstellen wollen. Das 1-2-3-Ticket gibt es nicht, das funktioniert nicht. Da streitet sich die Frau Verkehrsministerin mit den Ländern herum. Das Kaufhaus Österreich ist eine Blamage, über die jeder lacht, der ein bisschen was vom Internet versteht. Nur um ein Beispiel zu nennen. Also da geht nichts weiter. Und in der Corona-Krise fahren Sie gerade Ihre westlichen Bundesländer, die ja die Basis der ÖVP sind, wirtschaftlich gegen die Wand. Die können zusperren im Jänner. Wie gesagt, Priorität hat, dass wir diese Pandemie bekämpfen, dass wir die Infektionszahlen im Griff haben und dass wir natürlich wirtschaftlich dort, wo es notwendig ist, die Unterstützung geben. Das machen wir besser als viele andere Länder. Ich bin Oberösterreicher, ich bin ein Innviertler. Ich sehe das zum Beispiel auch, wie das in Deutschland sozusagen gemacht wird. Lange Ankündigungen jetzt im Herbst. Bei uns ist dieser 80% Umsatzerlös bereits auf die Konten für die Wirte und von den Hoteliers. Jetzt wird's dann bei wem bitte? Bei den Wirten, ja. Na geh. Ja, freilich. Also ich kenne niemanden. Ja, ich schon. Ja, ich kenne meine Wirten. In Oberösterreich. Ja, Ihre Wirten sie. Haben die 80% für November schon erhalten. Haben sie schon bekommen, ja. Das geht ja gar nicht. Ja, freilich. Weil ja die EU-Zustimmung noch gar nicht da ist dafür. Ist ja bis 800.000 Euro, können wir es ja so machen. Ja? Und daher wird ja das schon ausgezahlt die ganze Zeit. Und jetzt geht es weiter dann mit dem Vergleich zum Dezember vom Vorjahr mit 50% Umsatzerlös. Was deutlich weniger ist. Ja, weil natürlich. Worüber sich die Gastronomen sehr freuen, wie ich den Mails entnehmen kann, die ich bekomme. Bitte? Ich meine, ich bin selber viel unterwegs im Dezember in Normalzeiten. Da weiß man, dass das Geschäft gut ist. Ja? Und wenn ich 50% vom Umsatz habe, glaube ich, dann ist das eine sehr gute Lösung. Glauben Sie? Ja, glaube ich. Das sehen aber die Gastronomen anders, weil die sagen, wie komme ich dazu, dass ich im letzten Monat 80% bekommen habe und jetzt nur 50. Können Sie mir das erklären? Ja, freilich, weil der Dezember für umsatzstärkerer Monat ist. Weihnachtsfeiern, alle möglichen Betriebsfeiern, die es dort gibt. In einer kleinen Gemeinde wie bei mir, da haben wir halt 800 Einwohner, da geht es von Sportverein über den Tennisverein bis hin zur Feuerwehr, bis hin zur Gemeindeweihnachtsfeier. Das spült sich alles in der Adventszeit ab, bis zur Zezilienfeier vom Kirchenchor. Ja, aber das fällt ihm ja heuer alles aus. Das ist ja nicht so,
dass der das zusätzlich kriegt, ja, sondern das hat er ja nicht mehr. Ja, genau, das hat er ja nicht mehr. Aber er hat es vorher gesagt gehabt, und von Dezember vom Vorjahr werden die 50% berechnet. Daher ist es eine gute Lösung, weil heuer hätte er das alles gar nicht, der Wirt, das Geschäft. Aha. Also Sie sehen sozusagen ein halb leeres und ein halb volles Glas. In dem Fall halb voll. Das ist richtig, ja. Genau. Je nachdem, von wo man es anschaut. Das ändert aber nichts daran, dass Ihre Partei gerade den Skitourismus an die Wand fährt. Das ist Ihnen schon klar, das wird tot sein. Naja, natürlich ist das... Sie Begräbnismeister erster Klasse. Nein, wenn ich auf ein Begräbnis gehe, dann nehme ich das sehr ernst, weil das traurige Anlässe sind. Beim Skifahren, das ist leider auch sehr traurig, wenn jetzt die ganze Skitourismusbranche gegen die Wand fährt. Ja, beim Skifahren, glaube ich, ist es so, dass wir es einmal ermöglichen. Open Heiling um, das ist einmal wichtig, dass die Leute aussehen können, dass sie auch die Möglichkeit zum Skifahren bekommen. Ja, das hat ja mit Tourismus nichts zu tun, wenn ich einmal den Hang abfahren darf. Ja, wir haben uns alle miteinander das Virus nicht gewünscht. Ja. Es geht aber darum, dass wir schauen müssen, dass die Kapazitätsgrenzen in den Spitälern nicht gesprengt werden. Ich habe schon gesagt, ich komme aus Oberösterreich. Bei uns ist die Situation ziemlich brisant und das hat halt einmal Priorität. Das ist die Gesundheit der Menschen. Für das sind wir in der Politik auch hauptverantwortlich. Und deshalb müssen wir die Maßnahmen so setzen, dass sich das bei den Spitälern, wo es die Intensivbetten anbelangt, die überhaupt die Kapazitäten, dass sich das ausgeht. Und deshalb setzen wir schrittweise diese Öffnungs- und Lockerungsschritte, damit wir also insgesamt auch über die Runden kommen. Aber was bitte können Kitzbühel und Lech am Arlberg dafür, dass ihr in Oberösterreich den Virus nicht im Griff habt? Dafür können dort gar nicht was. Ja, es, kann auch in Ostösterreich also nichts dafür. Also warum sperrt man jetzt in Tirol, Salzburg und Vorarlberg alle Hotels zu? So, dass die gar nicht mehr aufsperren können den Rest der Saison. Freilich können sie aufsperren. Die werden nicht mehr aufsperren, das soll Es ist ja auch angekündigt worden, und das werden wir hoffentlich also umsetzen können, dass ab 7. Jänner die Gastronomie, die Hotellerie, der Tourismus zur Gänze aufgeht, wohl auch unter bestimmten Auflagen, so wie ja der Sommertourismus stattgefunden hat. Ich war selber jetzt, zweieinhalb Wochen in Tirol, hat ja ganz gut funktioniert. Sind Sie jetzt so lieb und sagen Sie mir, wer kommt jetzt am 7. Jänner, wenn dann der Schulunterricht beginnt wieder und die Geschäfte wieder aufsperren und alle Büros wieder aufsperren? Wer fährt dann auf Skiurlaub? Könnten Sie mir das erklären? Ja, die Österreicher. Die Österreicher. Ja, fahren am 7. von 7. bis 30. Jänner auf Skiurlaub. Na, jedenfalls gibt es ja bei uns, es gibt rüstige Senioren, die Skifahren fahren. Ja, es gibt ja auch ganze Vereine, wo man sich ja das auswagen hat. Man sagt, man fährt halt auch mit dem PKW, wo einmal einen Skiausflug hin und bleibt dort auch über Nacht, so wie man es wieder wird. Ja, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um die Auslastung des Tourismus und nicht, dass einer mit dem PKW dorthin fährt. Ja, erklären Sie mir doch bitte vielmals, wie machen die Österreicher zwischen 7. und 31. Jänner Urlaub, wenn gleichzeitig Schulunterricht ist? Das stimmt schon. Wenn ich natürlich die Kinder habe, da werde ich nicht auf Urlaub fahren gehen. Das ist schon richtig. Ja, das ist doch eine Schnapsidee, die ihr da geboren habt. Also eine größere Schnapsidee gibt es ja nicht, als dass ich die Hotels ausgerechnet dann aufsperre, wenn die Schulden wieder losgehen. Daher geben wir ja den Hotels und der Gastronomie auch diese 50% von Umsatz erlösen. Ja, aber nicht mehr im Jänner. Ja, aber im Dezember. Und dann gibt es den Fixkostenzuschuss 2, der auch sehr gut ausgestattet ist. Ja. Der aber von der EU auch noch immer, glaube ich, nicht genehmigt ist. Nicht? Ja, bis 800.000 Euro eben schon. Naja, aber ich meine, in Wahrheit stehen wir vor einer Katastrophe. Nicht? Wir stehen vor einer wirtschaftlichen Katastrophe und wir stehen insbesondere in den fremden Verkehrsorten vor einer wirtschaftlichen Katastrophe. Und Ihre Wähler in Tirol und Salzburg verstehen einfach nicht, warum Sie als ÖVP da vor dem Herrn Söder und vor der Frau Merkel und vor dem Herrn Conte derartig in die Knie gegangen sind. Naja, ich glaube, die Leute verstehen sie insofern, dass wir diese Pandemie gemeinsam bekämpfen müssen. Das ändert ja alles nichts daran. Und das ja, ist aber nicht auf unsere Kosten, wenn sie möchte. Naja, das ist ja in Tirol ist ja die Situation auch nicht gerade einfach. Oder in Salzburg oder bei uns in Oberösterreich, Vorarlberg, kann man auch dazu nehmen in diese Gruppe. Das heißt, es liegt uns ja allen daran, auch den Landeshauptleuten im Westen und auch der Bevölkerung, es liegt uns ja etwas daran, dass wir diese Situation bestmöglich bewerkstelligen können. Und daher ist auch ein Grundverständnis da, dass man halt wieder schrittweise öffnet und nicht alles auf einmal, weil sonst haben wir die Situation gleich wieder, dass die Infektionszahlen stark ansteigen und dass wir sozusagen einen dritten Lockdown entgegensehen. Und das wollen wir halt mit allen Mitteln verhindern. Aber Ihre Tourismusministerin hat ja gesagt, wir haben das alles im Griff. Die Hotels sind vorbereitet, es ist alles auf höchster Sicherheitsstufe. Es wird keine Infektionen geben im österreichischen Tourismus und jetzt macht es alles zu.
umso mehr das offen ist, das wissen wir aus den letzten Monaten, umso mehr das offen ist, umso schneller steigen die Infektionszahlen. Und daher, so haben wir es im Frühjahr gemacht und so machen wir es auch jetzt, dass wir schrittweise wieder öffnen, mit den Schulen und dem Handel beginnend und dann natürlich ab Anfang Jänner mit der Gastronomie und dem Tourismus folgend. Und ich bin der Meinung, dass das ein Weg ist, der gut ist, der in Ordnung ist, damit wir auch sehen, wie entwickelt sich denn die Infektionszahlen. Weil das, um das geht es ja. Wir haben ja diese 10, 14 Tage, wo wir praktisch immer im Nachhinein dann erst sehen, wo landet man denn wirklich mit den Zahlen. Und das ist uns heute ein besonderes Anliegen, das sind wir den Menschen in diesem Land auch schuldig, dass die Gesundheit die oberste Priorität hat. Das ist richtig, Herr Fellner, es kostet uns einen Haufen Geld. Wir sind ein Tourismusland, ja, 16% sozusagen vom BIP. Wir waren ein Tourismusland. Nein, wir sind es weiterhin. Und glauben Sie mir, nächstes Jahr bringen wir es wieder hin. Gut. Also, Ihren Optimismus möchte ich haben. Neuwahldatum gibt es jetzt schon? Nein, braucht man nicht. Gibt's Oberösterreich nicht. Wählt im September. Oberösterreich wählt im September, na, das wird ja wohl ein gewaschener ÖVP-Erfolg werden. Na, das hoffen wir. Ich glaube, dafür garantieren Sie und der Kanzler ohnehin und der Landeshauptmann insbesondere. Aber nach Oberösterreich wählt man dann den Nationalrat. Dann, glaube ich, kommt ein anderes Bundesland. Ja. Gut. Also Sie wollen mit mir nicht darüber wetten, ob es im Herbst Neuwahlen gibt oder nicht. Nein. Was wäre der Wetteinsatz? Eine gute Flasche Wein, aber die gewinne ich, weil ich sage, wir wollen nicht. Genau, aber kein oberösterreichischen Wein. Nein, Marina, da müssen wir einen Most nehmen. Ja. Sag ich. Okay. Also, das war Gust Wöginger, der bestgelaunte Clubobmann im Land, könnte man sagen. Ihnen raubt nichts den Humor, nicht einmal die Corona-Krise. In diesem Sinn, danke für den Besuch im Studio. Kurze Werbepause und dann geht's spannend mit Fellner live weiter.